Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Video der Marke Tabletop. Ja, wir haben beim letzten Mal schon die Miniaturen grundiert mit einer schwarzen Sprühdose und jetzt zeige ich euch mal hier nach und nach die Ergebnisse, die ich dann so im Verlaufe angemalt habe. Also ich fange natürlich erstmal an mit der Base. Das ist dann in diesem Fall noch nicht, da kann man zum Beispiel sehen, das ist die Base, die grüne, schleimige Monsterkreatur, also so eine Death Guard. Und auf der anderen Seite die Space Marines dann in verschiedenen Grundierungs- bzw. in verschiedenen Basstönen. Ich wollte da zum einen dann einen Salamander dann bauen und auf der anderen Seite so eine Iron Fist oder so. Also irgendwie was Gelbes. Ich habe dann allerdings auch festgestellt, dass Gelb gar nicht so sehr gut ist. Wir können uns die Miniaturen später nochmal auf Fotos angucken. Aber mit der Death Guard bin ich auf alle Fälle sehr zufrieden, denn ja, das Schleimige, man kann da glaube ich gar nicht so sehr viele Fehler machen, zumindest fühlt es sich nicht nach Fehlern an. Ich weiß auf alle Fälle schon, dass ich zu viel Farbe benutzt habe. Ich werde beim nächsten Mal viel weiter verdünnen und dann in mehreren Schichten dann auch die Base auftragen. Also auch da habe ich schon dazugelernt. Da kann man schon sehen, dass ich da ein bisschen weiter bin. Da habe ich dann auch schon so ein bisschen orange akzentuiert und dann die Schulterplatten schon mal aufgetragen. Aber das geht auch erstaunlich schnell, wenn man dann den einen oder anderen schon angemalt hat. Wenn man ganz grob weiß, wo man hin will. Und ja, da kann man dann auch schon sehen, wie dann irgendwelche Knochen oder Hörner ihm dann aus der Schulter wachsen. Und da habe ich dann auch schon mit diesem metallischen Glanz gearbeitet. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das ist an dieser Stelle noch feucht. Und glänzt deswegen so ein bisschen, aber ich bin da auch schon, das sieht schon mal nach dem aus, wo ich ganz grob hin möchte. Da habe ich dann schon mal so ein bisschen braun eingefärbt, da den Axtgriff oder dann ledrig, die Montur, die er dann anhat, was auch immer das dann für so ein kleiner Dämon dann ist oder für ein pervertierter Mensch, also so ein Mutant. Aber es geht nach und nach weiter. Ich habe dann auch, wie gesagt, das könnt ihr schon sehen, mit Shades gearbeitet. Die Shades laufen dann direkt in die Hohlräume und sorgen dann für richtig schöne Vertiefungen. Das kann man dann jetzt ja auch bei den Zehen sehen oder bei den Totenköpfen, bei den Knochen oben am Rand an der Schulter. Und das finde ich bei den Space Marines zumindest in dieser Farbe nicht ganz so gut. Da müsste ich mir mal eine andere Shade-Farbe kaufen. Da könnt ihr mich sicherlich nochmal beraten. Ich habe jetzt nur dieses Schwarz aus der Grundeinsteigerbox gehabt. Und das finde ich auf den ja, eigentlich strahlenden und glänzenden Platten von den Space Marines gar nicht so gut. Aber an sich bin ich dann doch zufrieden mit dem, was mir da so ein Salamander geworden ist. Ich habe mir jetzt im Verlaufe bei Fantasy Inn, das ist ein Laden in Hannover, bei dem ich jetzt neulich zu Gast war, da habe ich mir zum Üben, ich habe mir überlegt, was will ich noch mit einnehmen und ich habe mir jetzt doch nochmal eine weitere Death Guard Box gekauft, dazu dann auch später mehr, also da folgen dann noch weitere Videos. Aber ja, ich möchte noch weiter an der Death Guard üben, wie ich da dann anmale, weil mir das dann doch einfacher erschien als so ein Space Marine. So eine Death Guard verzeiht dann mehr Fehler, weil selbst wenn es scheiße aussieht, dann sieht es halt gewollt scheiße aus, so sage ich mal. Da kann man jetzt auch die Ordenssiegel sehen, also jetzt kommen da mehr und mehr Akzentuierung rein. Da hat man auch so ein paar Schleimpunkte, irgendwelche Pestbeulen an der Rüstung. Also es wird nach und nach, wird das immer akzentuierter und man arbeitet sich dann von den großen Pinseln hin zu den kleinen Pinseln. Bezüglich des Untergrunds, das könnt ihr sehen, da habe ich mit ganz normalen Papieren gearbeitet. Da werde ich mir demnächst dann auch schon eine eigene kleine Nasspalette bauen. Da habe ich mir auch schon Videos angeguckt, also auch da. Danke für die Tipps, ich lese mir die Kommentare natürlich durch. Und das ist das Erste, was jetzt natürlich für die nächsten Versuche umgesetzt wird. Dass ich zum einen dann mit weniger Farbe arbeite und mehr Wasser und dementsprechend dann auch die Nasspalette benutze. Und ich habe unglaublich Spaß gefunden an diesem Malen. Es ist unglaublich befriedigend, muss ich sagen. Und ich werde da sicherlich noch das ein oder andere an Videos folgen lassen, wenn ihr wollt. Schaut mir dabei zu bei meinen Fortschritten. Ich hoffe, man kann welche erkennen. Wie gesagt, bei den gelben Miniaturen bin ich so überhaupt nicht zufrieden. Viel zu dick aufgetragen und pff, ja, das ist was für so eine Shameless. Also die werde ich ganz hinten ins Regal stellen, die werde ich auch nie rausholen. Die werde ich natürlich nicht in den Müll schmeißen, sondern die bleiben so lange erstmal hinten drin, bis ich dann irgendwann die Farbe vielleicht auch abbürsten kann. Dazu werde ich mir auch nochmal ein paar Videos anschauen. Oder ihr könnt mir jetzt natürlich auch gerne Tipps geben, was ich machen sollte, was ich nicht machen sollte oder ob die vielleicht auch verloren sind. Aber ja, wie gesagt, gelb ist überhaupt nicht gut.
Grün hat Spaß gemacht und ja, alles andere war dann doch ziemlich in Ordnung. Ich muss mir jetzt noch ein paar neue Farben kaufen, auch das habe ich schon getan. Wie gesagt, das Video dann, wie ich bei Fantasy in Rom laufe, das gibt es dann auch noch und dann weitere Unboxings und Aufbauvideos und so weiter und so fort. Also begleitet mich gerne auf meinen Schritten in die Zukunft. Ich habe auf alle Fälle sehr viel Spaß beim Malen und bin gut im Hobby angekommen. Auch in der Facebook-Gruppe lasse ich mich viel beraten und seid da auch herzlich bedankt, wenn ihr mir da weiterhilft oder aber in den Kommentaren. Ja, das war's von mir. Nur ein ganz kurzes Video zu meinen Fortschritten. Es werden weitere Folgen, aber an dieser Stelle lasse ich euch wieder ziehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dann, ciao.